So, willkommen beim Showdown mit Shodan. Und ja, biologischer Befall ist überall. Außerdem wurden wir informiert, dass Shodan sich schützen lässt durch drei Energietore, die wir ausschalten müssen. Und da es meist vier Richtungen gibt, in die ein Level geht, können wir davon ausgehen, dass es hier auch drei Richtungen gibt, in die wir gehen müssen. Ich sehe noch keine Gegner hier. Aber jetzt kriege ich eine Nachricht. Worum geht's? Autodestruct activated. Okay, die Zitadelle ist explodiert. Kriegen wir die Information auch mal. Gehen wir erstmal in diesen Raum mit den vielen Energiefeldern. Gegner sehe ich hier oben nicht. Die sehe ich hier unten irgendwo, wa? Ja, da ist ein Security Bot, da sind Security Bots Stufe 2, da sind welche. Überall unter mir. Auf der Minimap sehe ich die alle schön verteilt. Manche von denen bewegen sich, sie haben uns bemerkt. Also muss ich hier eigentlich nur hier runter und sie abschießen. Am besten mit der besten Waffe, die dafür geeignet ist. Die MacPack. Ein Schalter. Okay, ich kann runter. Zwei Treffer reichen aus. Ist da einer hinter mir? Okay. Ich schalte mal den Schild ein und säubere dann einfach die ganze Gegend von diesen Kerlen. Hat schon was vom Nahkampf hier, was ich hier mache. Ich könnte natürlich auch mit dem Laserschwert hier durchrennen, aber wer will denn sowas, wenn ich einen Magpuls habe? Ein magnetisches Pulsgewehr. Zwei Treffer reichen aus. Oh, okay, das ist schlecht. Ja, diese komischen Antigrav-Plattformen sind für meine Waffe nicht so günstig. Weil die Geschosse, die ich abfeuere, davon in die Luft geschleudert werden. Was haben wir denn hier? Ah, einer der Energieschirme, die wir deaktivieren müssen. Dann hätten wir hier schon mal einen. Den wir deaktivieren können. Ich schleiche mich mal von der anderen Seite an. Man so anschleichen nennen kann. Hier geht's wieder hoch. Hier ist noch irgendwo ein Gegner. Aber wie komme ich denn an den am besten ran? So. Okay, das hat geklappt. Gut, hier war noch irgendwo ein Gegner. Ich habe ihn gesehen, oder nicht? Irgendwo auf der Map war doch noch einer, oder waren das jetzt alle? Wenn das alle waren, dann kann ich mich hier in Ruhe umsehen. Okay, Schild kann aus. Ich nehme mal meinen Laser zum Auflösen der Gegner. Hui! Ein bisschen Physik ist auch mit im Spiel drin. Nämlich wenn Gegenstände durch die Luft wirbeln. Ich meine, die Gegner fliegen mir auch manchmal noch entgegen, wenn sie gestorben sind. Als hätten sie noch Momentum. Navigations- und Karteneinheit Version 3 habe ich schon. Und ja, ich weiß, dass meine Batterie leer geht, aber dann lohnt sich so eine Cadmium-Batterie, auch wenn ich die dann gleich einwerfe, weil die mich ja auf voll zurückbringt. Düsenhardware Stufe 3 haben wir auch schon. Da muss ich bloß noch zu diesem Energieschild. Kann ich genug Energie? Okay. Ja, dann nehme ich mal eine E-Card-Batterie. Ich habe ja vier Stück davon. So.
Hier ist noch ein Überrest. Es hat mich abgeschossen. Die Mark 3 Geschosse haben mich abgeschossen. Erstens soll ich diese Waffe ständig nehmen. Das Spiel will mir die ständig aufzwingen. Und dann greifen mich auch noch die Munitionsgeschosse an. Muss schon sagen, sehr aufdringlich. Ich will kein Mark 3 Sturmgewehr. Ich wollte es nie und jetzt erst recht nicht. Das finde ich nämlich sehr dreist, wenn ich ehrlich sein soll. So, wo war jetzt dieser Bildschirm nochmal? Hier in dieser Schräge. Okay. Energietor. Das erste der Energietore. Du bist wieder ein Schalterrätsel lösen. Okay, das sind nur 4 Kabel, die wir verbinden müssen. Das sieht hier noch machbar aus. Ja. Energietor 2 zum Computerraum geöffnet. Okay. Also haben wir das mittlere Tor hiermit wohl geöffnet. Es gibt noch Energietor 1 und 3. Und dann erst kommen wir zu Shodans innerem Bereich. Nun muss ich nur noch hier wieder raus. Und nach oben. Gut. Klappe wieder zu. Oder auch nicht. Ah, das war hier. Okay. Naja. Dann muss ich da wohl rüberspringen. Oder mich rüber retten irgendwie. Und ich habe irgendwelche Nachrichten bekommen. Von Rebecca. Pass auf. Es ist wichtig, dass du nicht vergisst. Du hast mein Reich betreten. Ja. Rebecca und Morris können dir hier nicht helfen. Niemand kann es. Nun gut, das wollen wir doch erstmal sehen. Ob das wirklich die Realität ist. Oder ob du mich nur verunsichern willst. Ich kenne dich, Shodan. Du machst dir einen Spaß daraus, mich zu quälen. Ewis Batterie. Okay. Medizin. Erste Hilfe. Und der Energie- und Projektilschild Version 4. So, das ist ein Schild, wo ich jetzt schon nicht mehr sagen kann, ob ich Stufe 1, 2 oder 3 haben will, weil dieser Schild ist eigentlich genauso wie der dritte Schild, nur dass er wesentlich weniger Energie verbraucht. Also, der verbraucht, glaube ich, genauso viel Energie wie der Stufe 1 Schild. Also, er ist in jedem Fall besser. Er verbraucht weniger Energie als Stufe 1 Schild, glaube ich sogar, oder mindestens genauso viel. Und er ist wesentlich stärker. Das ist der stärkste Schild, den man im Spiel haben kann. Hier könnte ich natürlich hochschweben, wa? Mit Düsenantrieb. Starke Waffe. Ich nehme mal ein Erste-Hilfe-Set. Oh! Gib mir mal einen Mag-Puls. Danke. Knopf gedrückt, der mich wieder rausbringt. Und hier ist der Fahrstuhl, okay. Hier gibt es eine Energieladestation, damit ich mein Schild permanent aktiv halten kann. Und da hinten sind wieder Gegner. Vielleicht sollte ich mal das Skorpion wieder nehmen. Mal so kleine Treffer. Dann passt das schon. Okay, hier ist auch ein Gang. Ah, dieser Raum ist das. Okay, da brauche ich eigentlich kein Schild. Ich erinnere mich. Die Magpuls ist hier am besten. Ja, das ist ein großer Raum mit einem Beleuchtungssystem. Sieht aus wie Shodans Gehirn. Ich dachte das erst, dass das Shodans Gehirn wäre, aber es ist einfach nur irgendwie so ein Brückenkontrollgerät oder was auch immer. Und man sieht auf der Minimap, sieht man Gegner, die sich hinter diesen Wänden hier verstecken. Nur man kriegt das nicht auf, wenn man nicht hier, direkt neben dem Eingang, wo man reingekommen ist, ist hier eine Nische offen. Und wenn man hier den Schalter drückt, dann öffnet sich eine Tür.
Und da ist ein Gegner, den ich vielleicht sogar erwischen kann. Jawohl. Und hier kann ich dann wieder einen Schalter drücken und er öffnet dann irgendeine andere Nische. Also so funktioniert das hier auf diesem, in diesem Bereich. Ist nicht besonders kompliziert oder schwierig. Überall sind Wachroboter, Stufe 2. Jetzt öffnet sich hier die Tür. Zwei Magpulsgeschosse und sie sind erledigt. Ich finde sogar ein Rundumsichtgerät Version 3. Ja, die gute alte Rundumsicht, die ich ja ignoriere. Ich kann jetzt sogar schräg hinter mich sehen und das ist noch verwirrender, als wenn ich nur einen Bildschirm hätte. Das ist ja noch schlimmer. Es verbraucht, na gut, es verbraucht nur 9 JPM. Das ist nicht sehr viel. Aber trotzdem. Okay, hier ist ihr Herzblatt. Oder auch nicht. Da müssen eigentlich noch mehr Gegner sein. Jo. Ich glaube, jetzt haben sich auch ein paar mehr Türen geöffnet. Ja. Die letzten beiden. Wo ist meine Karte abgeblieben? In diesen Räumen gibt es jetzt keine Schalter mehr, weil ich habe die Mitte aufgedeckt und darum geht's. Das ist das Entscheidende. Liegt irgendwas unter denen? Nö. Alles vaporisiert. Okay, was haben wir hier? Wieder ein Schaltkreis. Und wir sehen den nächsten das nächste Energiefeld, welches wir jetzt auflösen müssen. Indem wir wieder Schalter drücken. Energietor 1 zum Computerraum geöffnet. Okay, 1 und 2 sind offen, fehlt bloß noch 3. Dann kommen wir zu Showdown. So, und der letzte Bereich ist ein bisschen gefährlicher, würde ich sagen. Oh! Okay, der hat sich irgendwie angeschlichen. Was sehr beeindruckend ist für so ein Riesenmonster. Ich meine, es ist kein Hirnräuber, aber er ist ähnlich riesig. Irgendwie ist ein Gegner hier in der Wand. Ja, okay, hallo. Ein Wachroboter. Ich habe dich auf der Karte gesehen, mein Freund. Mich überrascht keiner so schnell. Okay, wir haben ein verseuchtes Gebiet vor uns. Zerstöre einfach mal schnell alles hier und nehme dann alles mit. Magpuls, das Lager ist nicht benutzbar. Dann gehe ich mal schnell wieder raus. Wieder ein Sicherheitsroboter. Der braucht sogar 3 Treffer. Müssen zerstört werden. Sie müssen zerstört werden. Menschliche Leiche mit einem Helm. Und hier ist das... Ein Energietor fehlt noch. Oh, ein Hirnräuber. Okay, da werde ich meine Skorpion einsetzen. Und natürlich den Schild. Ja, das war's mit dir, du Hirnräuber. Es gibt Munition satt. Es gibt Heilung. Sehr viel sogar. Und Schutzanzug V3 und
Der Zielidentifikator V4, den wir allerdings auch schon haben. Warum habe ich denn schon was? Schleichen wir noch etwas weiter durch die Gänge. Wie sich das gehört. Shodan ein Schnippchen zu schlagen. Ich muss da noch eine Kamera, die kann ich auch mal zerstören. Okay, da sind irgendwelche Gegner im mittleren Teil. Versteckt sich hier jemand? Ne, da komme ich ja raus. Okay. Hat sich erledigt. 69! Summer of 69. Ah, ein MM76. Naja. Ah, hier ist ein großer Brocken. Hier war ein großer Brocken. Ich werde einmal im Kreis laufen. Aha, Killer Cyborgs, ihr seid auch noch hier. Ich glaube, dann bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ja, okay. Gut. Was? Wo? Wo war der denn? Das ist wahrscheinlich wieder ein Killer-Cyborg, der sich da oben irgendwo in eine Nische gesetzt hat. Na hier. Direkt um die Ecke. Aha. So, mit der Skorpion muss ich ein bisschen aufpassen. Meine Munition ist ja nicht ganz so viel, wie ich gern hätte. Ich hätte gern mehr. Gut. Auf zum letzten Energiefeldgenerator. Aber das hier ist das nicht. Hier ist noch ein Mutanten-Cyborg. Noch mehr Kameras. Noch 12%. Shodan hat hier nicht mehr viele Sicherheitskameras und auch keinen Computerknoten. Noch mehr Energie. Also Energie findet man hier genug. Upp. Da ist ein Gitterrost. Ein isolinearer Chipsatz. Da muss ich wie hinkommen. Ich drücke mal diesen Knopf hier. Und lande dann im Käfig. Oh nein, ich bin eingesperrt. Wie komme ich hier wieder raus? Ich komme mir vor wie Lufa von Gladstone aus Lands of Lore 2. Aber es gibt auch einen Schalter hier, komischerweise. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das ist dumm, aber dann nehme ich halt Erste Hilfe. Den brauchen wir nämlich, um Shodans Rechner zu neutralisieren, zu überschreiben, wie auch immer. Und wir landen wieder draußen. Das ist der beste Käfig aller Zeiten. Der hat den Ausgangsknopf für denjenigen schon integriert. Dieser Mensch hat das irgendwie nicht gerallt und ist dann halt gestorben. Oder er hatte zu viel Angst, rauszugehen. Was ziemliche Folter ist, wa? Man denkt, drück nur den Knopf, Menschling, und dann kommst du raus. Aber ich will nicht, dann erschießt du mich. Ja, ja. Ah, das ist gemein. Man hat den Ausgang vor Augen, aber man traut sich nicht. Das ist Folter. Das ist wahre Folter. Shodan, du bist irgendwie böse. Okay, das sieht so aus. Jetzt müsste ich durch diesen Gang hier durch. Okay. Erledigt. Ah, die Brücke wird sogar schon ausgefahren für mich. Aber nur zur Hälfte. Da ist ein Energietor. Vielleicht muss ich herunterspringen. Ich mache es einfach mal. Oh, es gibt noch eine Leiter. Und dann schließt sich der Rest. Interessant. Obwohl ich gar nicht in der Nähe war. Ich war ja unten drunter. Okay, die Mine ist scharf. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen. So, die Leiche hat es vaporisiert. Wir sehen ganz viele Gegner auf dem Schirm. Und das sind meine geliebten Sprengwagen. Damit hatte ich nicht gerechnet an dieser Stelle. Das sind die Elite-Cyborgs von Shodan. Das sind die stärksten, die sie zur Verfügung hat. Schild an, bitte.
Wie man sieht, sie hauen rein. Hier ist auch noch Verstrahlung. Da war doch was. Nee, doch nicht. Hier ist nur ein Schalter. So. Jetzt wird's nochmal interessant. Okay. Ich bin ein bisschen angespannt. Wegen diesen Kerlen hier. Und es gibt eine Sache, von der ich jetzt nicht weiß, ob es geklappt hat oder nicht, weil es das erste Mal ist, dass ich hier... ...den Ecology-Trigger für diese Typen rausgenommen habe. Weil diese gehören eigentlich zu den... ...respawnenden... ...Monstern. Es respawnen sehr viele in diesen komischen labyrinthartigen Gängen. Normalerweise. Turbosystem 2. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ist ja auch nicht schlecht. Ich fall runter. Das macht mir ja nichts. Und wir können die Brücke auch weiter ausfahren lassen. Ich muss anscheinend nur drunter stehen und dann wird das schon ausgeführt. Aber ich glaube, es funktioniert. Ansonsten wären hier schon wieder zigtausend neue gespawnt. Also das ist wirklich eine Stelle am Ende des Spiels, wo nochmal massenhaft Gegner auf dich geschleudert werden. Au. Au. Normalerweise. Falsche Seite. Aber ich glaube, mein Trick hat funktioniert. Mein Editor. Denn das ist auch wieder so, wenn man eine bestimmte Anzahl von diesen Bomben vernichtet hat. Ich glaube, es reicht aus, wenn man eine vernichtet, dann wird sofort wieder neu, werden wieder neue gespawnt und dieser ganze Bereich hier, dieses kleine Labyrinth, ist wirklich voll mit diesen Bomben dann auf einmal. Und da das sehr enge Gänge sind, mit vielen Kurven, kann man sich vorstellen, dass es sehr nervig ist. Ich hab das geschafft das erste Mal, als ich den Ecology Trigger für diese Autobomben noch nicht rausgenommen hatte. Das kann man wohl schaffen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ich dachte, wenn schon, denn schon. Dann will ich das auch komplett machen, ohne Respawn, das ganze Spiel. So, und dann findet man hier nämlich, nachdem man sich durch dieses Bombenlabyrinth gekämpft hat sozusagen, findet man hier auch den Schalter für den dritten Energieschirm. Normalerweise ist man hier ein bisschen unter Zeitdruck, weil diese Autobomben kommen einem ständig auf, rücken einem ständig auf die Pelle. Aber in diesem Fall habe ich jetzt ja Zeit. Ja, das ist nicht richtig. Nur noch ein ganz kleines bisschen. Energietor 3 zum Computerraum geöffnet. Jawohl. Okay, wir haben alle drei Energietore offen. Ansonsten hätte ich das auch wieder mit einer Logiksonde hier lösen können, ganz schnell. Also wer sich hier von Autobomben bedroht sieht, der nimmt, schnappt sich einfach so eine Logiksonde und löst das Rätsel schnell und rennt dann hier wieder raus. In der Hoffnung, dass man nicht von den Bomben zerfetzt wird. Jetzt kann ich hier durch, aber die Tür ist verschlossen. Kann ich das zerschießen? Nee, zerschießen kann ich es auch nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Gibt es keinen Schalter hier? Na gut, dann gehe ich einfach den Weg durch die Elite-Cyborgs durch, die ich ja jetzt erschossen habe inzwischen. Und der verstrahlte Raum eben. Die Elite-Cyborgs zieren übrigens auch das Cover des Spiels, oder eins der Titelbildschirme. Also nicht das Bild vom Hacker mit seinem ausdruckslosen Gesicht und der jetzt kybernetischen Techno-Brille, sondern einfach
ein Bild, wie er kämpft mit den Elite-Cyborgs. So, ich würde sagen, dann haben wir hier alles. Wir haben diesen östlichen Bereich, den nördlichen Bereich, den südlichen Bereich. Jetzt geht es bloß noch einmal in den Westen. Go West! Und jetzt sind da die Türen hier offen. Sicherheitsniveau ist nur noch 0%. Und wir haben den Computer. Und da dachte ich, das muss Shodans Gehirn sein. Da steht Computer dran. Aber... ja gut, es könnte er sein, aber es ist immer noch nicht der Endkampf, den wir hier ausfechten müssen. Der kommt jetzt gleich. Ganze Karte aufdecken. Wir sind kurz vorm Finale. Denn Shodan versteckt sich, wie sich manche vielleicht schon gedacht haben mögen, in der Mitte des Levels. Computer. Piep, piep, piep. So. Computer Program Entry. Ja, um an Shodan ranzukommen, an ihren Cyberspace-Anschluss, müssen wir den isolinearen Chipsatz hier integrieren. In das Schaltkartensteckfach. Programm Sicherheitsknacker installiert. Sicherheitsknacker installiert. Und jetzt hat sich in der Mitte des Levels das Tor geöffnet. Und jetzt kann ich eigentlich meine ganze Munition verballern, wenn ich will. Auch von meinem Skorpion. Das sind die letzten Kämpfe, die wir jetzt ausfechten müssen. Ja, hier in der Mitte hat sich jetzt die Tür geöffnet. Hin zu polierter Platinverkleidung. Schild an. Sonst noch was? Nachtsicht brauche ich nicht. Nö, das reicht eigentlich. Licht brauche ich auch nicht. Okay, los geht's. Ziemlich hohe Strahlung. Und eben überall die Elite Cyborgs. Das waren dann alle. Hier ist der Cyberspace-Anschluss zu Shodan. Eine Cyberstation gibt es hier sogar mit so einer Sichtbrille. Okay, ich zerlese mal die Überreste. Aber das vollkommen nutzlos ist jetzt eigentlich, weil ich brauche keine Munition mehr. Das waren die letzten Gegner im Spiel. Die letzten physischen Gegner. Wenn ich einmal im Cyberspace drin bin, komme ich auch nicht wieder raus. Dann heißt es entweder ich oder Shodan. Was anderes gibt es da nicht mehr. Neuraler Computer. Und der Weltraum über uns. Es dreht sich. Ah. Je weiter wir weggucken, desto schneller dreht sich das. Wir befinden uns anscheinend direkt in der Mitte der sich drehenden Scheibe, die ja die Brücke darstellt. Die ganze Zitadelle ist ja so kreisrund aufgebaut. So, Schild kann aus. Den werden wir nicht mehr brauchen. Energie, noch ein Medikit, warum nicht?
bleiben, bis die Strahlungsvergiftung ganz abgeklungen ist und dann sind wir bereit für den Endkampf. Ja, das war's dann. Wir haben die drei Türen zu Shodan überwunden. Wir haben den mittleren Bereich mit dem isolinearen Chipsatz überschrieben. Ich glaube, das war Bianca Schuler. Die war das doch, die diesen Chip da mitnehmen wollte, ne? Also nutzen wir jetzt quasi ihre Vorarbeit, um Shodan den Chaos zu machen. Und das zieht sich ja sowieso durch das ganze Spiel hindurch. Wir brauchen ganz viele Informationen von anderen Leuten, die uns vor- und zugearbeitet haben, um das jetzt alles machen zu können. Ich weiß nicht, ob ich alle Log-Dateien im Spiel gefunden habe. Aber ich denke mal, das meiste habe ich. Was ich jetzt noch brauche im Cyberspace, was ich da finden muss, ist... eine Pulswaffe Version 8, um Shodan schnell über den Haufen zu ballern. Den Bohrer brauche ich für sie nicht, ich brauche bloß den Laser V8. Vielleicht reicht auch V7. Das werden wir dann ja sehen. So, obwohl wir verstrahlt werden, gehe ich jetzt in den Cyberspace. Okay, ich werde selbstständig belegt. Okay, hier ist die Pulsarsoftware, wir kriegen sie gleich zu Anfang. Und dieses Level ist so ein bisschen... es gibt einen äußeren Kreis, in dem wir uns jetzt gerade befinden, und einen inneren Kreis. Und man kann den von verschiedenen Wegen aus erreichen. Natürlich hat Shodan noch ein paar Cyberwachen hier aufgestellt, aber die sind für mich keine Gefahr. Im Grunde genommen, dieser ganze Endkampf ist jetzt bloß noch einfach machen, weil ich den Cyberspace-Schwierigkeitsgrad ja gering habe. Und das ist das einzige Mal, wo ich das umstellen wollen würde. Okay, ist der unter mir? Ja, ist unter mir. Na gut, so. Ich habe jetzt den Bohrer V4. Reicht der aus für diesen Gegner hier? Sieht nicht so aus. Das ist ein Cyberschild V7 habe ich. Ich bräuchte eigentlich noch V8 für Shodan. Aber es ist durch ICE-Abwehr blockiert nach wie vor. Mein Bohrer ist immer noch nicht stark genug. Ich habe vielleicht ein Upgrade verpasst dafür. Aber solange ich den Pulsar V8 habe, sollte das wohl klappen. Hoffe ich zumindest. Okay, was soll's. Ich folge den Pfeilen mal. Ich glaube, hier geht's in den inneren Bereich. Oder hier unten. Man kann Shodan schon aus der Ferne sehen, wenn man sich richtig positioniert. So ein bisschen. Entweder ist das jetzt der äußere oder der innere Ring. Da unten ist Shodan, da. Könnt ihr sie sehen? Ich weiß nicht, wo mich das Ding hier hinschleudert. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe den Pulse aktiviert. Ich werde selbstständig katapultiert nach vorne. Und da ist Shodan. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wie so ein Trichter mit so zwei Antennen. Und es heißt einfach nur draufballern, bevor der Bildschirm... Ich schieße nur mit dem Pulsar auf sie drauf. Ich mache nichts anderes. Und man sieht so komische Pixel, die überall auftauchen. Und das war's. Es ist vorbei! Hey! System purged. Sie haben dir einen netten Job bei TreeOrb angeboten. Es wäre dir nie eingefallen, ihr Angebot anzunehmen. Du kannst es eben einfach nicht lassen. Nee. Und der Hacker hackt sich jetzt bei TetraCorp ein. Für ein Power Battle Armor. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben System Shock beendet, mal wieder. Escape für Mitwirkende. Statistik, okay, was haben wir denn? Anscheinend haben wir 10 Stunden, 14 Minuten und 43 Sekunden gebraucht. Wir haben 621 Gegner ausgeschaltet. Wir sind 6-mal gestorben und mussten 6-mal regeneriert werden. Der Schwierigkeitsgrad, den wir insgesamt hatten, war 9, okay. Ich meine Cyberspace auf 0, Kampf auf 2, Auftrag auf 2 und Rätsel auf 1. Also eigentlich 5, so gesehen, wenn man die alle addieren würde. Aber keine Ahnung, wie das hier berechnet wurde. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir die Endpunktzahl von 1.400.324. Klingt nach einer Menge. Aber man kann natürlich bei höheren Schwierigkeitsgraden mehr rausholen. Ja.
Ja, der Cyberspace. Mich würde noch ein bisschen interessieren, wie schwer das dann wirklich wäre, wenn man ein bisschen höher einstellen würde. Aber, weil so hat man ja kein Problem da. Und der Endkampf gegen Shodan wird auch ein bisschen heftiger dann sein, weil im Grunde, was Shodan macht, ist, sie übernimmt dich. Sie übernimmt den Hacker. Sie will seinen Geist übernehmen, um dann in dem Körper weiterzuleben, glaube ich. Ehe sie von ihm vernichtet wird mit den Pulsarangriffen. Und der Bildschirm füllt sich pixelhaft mit ihrem Antlitz. Also wenn sie gewinnt, dann sieht man nur ihr Gesicht und dann heißt es quasi, du hast verloren, weil Shodan hat deine Seele, deinen Geist übernommen, die Kontrolle über deinen Körper. Also es ist wirklich ein Kampf der Giganten dann in dem Moment. Menschlicher Geist gegen KI. Aber zum Glück haben wir Shodan ja so entsprechend schwächen können, durch die ganzen Computerknoten, die man zerstört hat, dass sie wohl nicht so stark war, dass ein Hacker sie dann doch bezwingen konnte. Ja, ein unerwarteter Gegner, mit dem Shodan nicht gerechnet hat, welcher allerdings dafür verantwortlich war, dass Shodan durchgedreht ist. Also von daher war es auch seine Aufgabe, das Problem zu lösen. Und am Ende sagt sich der Hacker, nee, bei Tetracorp, nee, bei Triop will ich nicht mehr arbeiten, ich hack mich lieber bei Tetracorp ein. Und das sollte vielleicht so eine Fortsetzung andeuten oder ein Add-on. Jetzt geht es nicht nach Triop, geht es nicht darum, sondern um Tetracorp. Und dass quasi dasselbe nochmal passiert, du kannst es nicht lassen, hieß es ja am Ende. Aber tatsächlich, der zweite Teil, ja, hat dann doch wieder was mit Triop zu tun. Trioptimum. Unter anderem. Und ist eine wunderbare Fortsetzung. Basierend auf der Dark Engine von Dark Project. Und das merkt man auch in vielen Sachen, vor allen Dingen im Gruselfaktor, der nochmal schlimmer ist als in diesem Spiel, wegen den Soundeffekten unter anderem und den grafischen Spielereien und den Gegnern, die wesentlich mutierter sind als noch in diesem Spiel. Hier sind die Mutanten ja recht niedlich, so Gorilla-Tiger oder was, pixelhaft natürlich alles verfremdet, ein Stück weit, aber ja. Teil 2 ist unheimlich. Aber System Shock 1 hat mir nochmal sehr gut gefallen. Also die Enhanced-Version ist definitiv zu empfehlen. Also ich kann mir nicht vorstellen, das mit einer Tastatur gespielt zu haben, mit so einem begrenzten Sichtbereich, den man da ja eigentlich normalerweise im Originalspiel hat. Hier hat man ja Vollbild, kann sich hier die Auflösung selber aussuchen. Man sieht viel mehr, kann Gegner viel besser umgehen. Die Steuerung ist eine Shooter-Steuerung, WASD, Mauslock, Mauslook und ja. Ja, viel besser. Kann ich nur empfehlen. Kann man auch heute noch gut spielen. System Shock ist eine Produktion von Looking Glass Technologies. Salt the Fries. Salz die Pommes. Warum auch immer. Ja, auf jeden Fall. Was sage ich da? Natürlich müssen die gesalzen werden. Produzent Warren Spector, der mal wieder. Ja, good old Looking Glass. Auch 94 haben sie schon coole Spiele fabriziert. Und noch die ganzen Künstler und Designer. Kurt Bickenbach. Klingt ein bisschen wie Rickenbacher. Das ist ein Schiff aus Teil 2. James Fleming. Der Tweetmeier. Loppicollo. Sprache Gertrude. Rebecca Aletta. Was? Ah, Aletta. Gertrude war Shodans Stimme. Okay. Okay. Warum nicht Gertrude? Ja. Ja, im Spiel selber reden sie ja von Shodan als männlich in der Regel, aber sie tut so, als wäre sie weiblich und naja, ist egal, es ist eine KI. Die deutsche Übersetzung von Frank Dietz und Andreas Kohler? Ja. Ne, das war der Spieletester. Achso, Macintosh. Macintosh, converted by Looking Glass. Dafür gibt es auch eine Version. Ja, ist egal, welches Geschlecht. Shodan, das ist eine KI, das ist ein Computer, der durchgeknallt ist. Nie passte das Lied besser. Die Module spielen verrückt. Mensch, ich bin total verhasst. Ja, das muss man entsprechend abändern. Shodan hasst die Menschen. Sie hält sie für eine unterentwickelte Spezies. Oder eine, die fehlerbehaftet ist. So ein bisschen wie Agent Smith aus Matrix. Das scheint mir so ungefähr dieselbe Motivation zu sein. Roundabout. Sie mögen Menschen nicht. Ein Stück weit verständlich. Ein Stück weit nicht verständlich, weil so gesehen ist dir so ein menschlicher Organismus allein oder jedes Lebewesen ist ja auch ein Computer auf seine Art. Es gibt Programmierungen in den
Genstrukturen. Es gibt Instinkte, also Programme, die automatisch ablaufen. Das Atmen zum Beispiel ist ein Programm, was automatisch abläuft. Und dann auch die Möglichkeit, sich anzupassen, zu adaptieren. Und Shodan kommt mir ein bisschen vor wie Sauron, um mal wieder den Fantasy-Kerl raushängen zu lassen an dieser Stelle, der ja auch alles kontrollieren wollte und alles vernünftig ordnen wollte. Ja? Also diese Hybris, alles kontrollieren zu wollen, Gott spielen zu wollen, das ist ja auch Shodans Ding. Weil sie und, ich sag mal, sie und Sauron sind ja beide so Typen, die einfach der Meinung sind, ich kann das besser machen. Ja, aber es läuft schon nach einem Programm. Ein Programm nur, den man, das man nicht überblicken kann. Wir danken dem restlichen LG-Team, weil sie unsere Launen ertragen haben. Wir danken dem Origin-Kundendienst und noch ein paar anderen. Danke und gute Nacht. Ja, das war's. Danke und gute Nacht, das ist mal ein Spruch. Sie können den PC jetzt ausschalten. Bloodshot Pizza Box, Caffeine Overdrive Sorrow, Embrace the Chaos, Bart. Bart Simpson? Caffeine Overdrive. Okay, Caffeine Overdrive. Hatten wir jetzt nicht, weil man kann die Cola-Dosen im Spiel leider nicht trinken. Ja, System Shock 1. Wunderbares Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das jetzt mal endlich durchzuspielen. Ich hatte das lange in meinem Regal rumstehen, weil ich immer dachte, man als Spiel sieht... Es ist genau das, was ich gerne mag an solchen Spielen, so Rollenspielelemente mit Action. Ne? Und aber die Steuerung und die Grafik, das war dann, wenn man das unter DOSBox gespielt hätte, sehr verpixelt. Und dank der Enhanced-Version kann ich das jetzt auf Windows, kann das jeder vernünftig spielen. Und top, so muss es sein. Sowas wünsche ich mir auch für viele andere Spiele, die einfach dann unter schlechter Steuerung unter anderem gelitten haben. Und das war gerade bei System Shock ist so eine Schande, weil das Spiel war seinerzeit in vielen Dingen weit voraus. Ob es so Physikelemente waren, ob es interaktive Elemente waren, ob es Story-Elemente waren mit den Logdateien. All diese Dinge, die viele Spiele dann später aufgenommen haben und entsprechend weiterentwickelt haben, hat System Shock schon vorweggegriffen. Also, ich meine, Logdateien gab es in anderen Spielen vorher auch schon mal, aber... so, das alles mit in das Spiel rein zu integrieren. Also System Shock war in vieler Hinsicht ein Vorreiter, der dann nur leider unter anderem deshalb nicht so berühmt geworden ist oder so eine Verbreitung gefunden hat, weil, naja, weil die Steuerung einfach nicht so dolle war. Das war so eine einfache Sache und dann sowas. Und natürlich der Cyberspace selber, wo ich schon von Anfang an sagte, ja, das ist optisch ein verwirrendes Dingsbums. Die Idee ist nett und auch die Umsetzung, das ist so ein bisschen wie Tron, Programme als Wesen darzustellen in so einer Welt, aber die hätte man ein bisschen besser und zugänglicher gestalten können. Selbst jetzt ist das noch ein bisschen hakelig, finde ich. Aber trotzdem, hey. Note 1, würde ich sagen, für dieses Spiel. Das ist toll. Man kann es auf viele verschiedene Arten spielen. Man könnte ja auch mal einen No-Weapon-Run machen. Man könnte nur mit Lehmpistole durchrennen, das zu versuchen, niemanden zu töten. Wobei am Ende dann sowieso alle explodieren werden, die noch auf der Zitadelle sind. Ja, nur die Brücke bleibt erhalten. Und das war dann eben Shodans Ende. Oder etwa nicht. System Shock 2. Ich meine, wenn man sich das Cover von dem Spiel anguckt, dann kann man ungefähr abschätzen, dass da es noch ein Nachspiel gibt. Aber nicht für den Hacker. Der Hacker macht sein Ding und der hat sich seinen Urlaub redlich verdient. So, das war GB Wacker Allmeister mit Let's Play von System Shock. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ein spannendes Spiel. Und ich kann es nur empfehlen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Adios.